Ein Buch, fünf Fragen. Warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Das neue Buch von Nele Kreisig. Dieses Buch bringt Freude beim Lesen. Es macht Spaß, sich mit den Themen zu beschäftigen und die Situationen, die da drin gezeigt werden, die regen auch immer wieder zum Schmunzeln an. Der Blick hinter das Cover. Frau Kreisig, worum geht es in Ihrem Buch? Warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen, ist ein Plädoyer für mehr Toleranz und Gelassenheit im Umgang mit anderen und auch mit sich selbst. Es geht darum, wie oft Menschen eigentlich glauben zu wissen, was gut für andere ist und damit mit ihren Ratschlägen und Tipps, die oft sehr gut gemeint sind, aber halt nicht passend sind für die Personen, an die sie sich richten, Beziehungen sowohl im beruflichen als auch im privaten ernsthaft gefährden. Was ist das Besondere an Ihrem Titel? Was macht Ihr Buch aus? Das ist kein Buch mit einem erhobenen Zeigefinger. Es ist viel eher ein sehr persönliches, mit Geschichten aus dem wirklichen Leben gespickt. Und es ist zeitgleich mit wissenschaftlichen Modellen und auch Ansätzen hinterlegt, die, keine Angst, sehr, sehr leicht beschrieben werden, sodass weder der Lesefluss gestört wird, noch ich mich mit fiesen Fremdwörtern und Ansätzen beschäftigen muss. Zeitgleich gibt es immer wieder Übungen und Tipps und Tricks, die ich direkt anwenden kann und ausprobieren kann, um mich selber in meinem eigenen Handeln und in meinem eigenen Bewertungsmuster besser zu verstehen und zu hinterfragen und im nächsten Schritt auch besser zu werden. Eine Sache, die ist mir total wichtig, dieses Buch bringt Freude beim Lesen. Es macht Spaß, sich mit den Themen zu beschäftigen und die Situationen, die da drin gezeigt werden, die regen auch immer wieder zum Schmunzeln an. Und am Ende geht es darum, ja, selber nachzudenken und vielleicht auch zu schauen, was kann ich im nächsten Schritt ein bisschen besser machen. Denn wenn wir ehrlich sind, sind wir doch alle immer wieder mit Momenten konfrontiert, in denen wir andere, seien es Partnerinnen, Partner, Kolleginnen, Kollegen, Chefs, Mitarbeitende, Freundinnen und Freunde am liebsten ändern wollen, oder? Warum haben Sie das Buch geschrieben? Was war der Auslöser? Die Buchidee ist über Jahre in mir gereift. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem viele Menschen es toll gefunden hätten, wenn ich anders gewesen wäre, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte, die für mein Umfeld vielleicht nachvollziehbarer gewesen wären, aber für mich persönlich eben unpassender. Und das hat mich viele Jahre sehr verletzt und hat auch leider dazu geführt, dass Beziehungen zu Freunden und auch zu Familienmitgliedern zerbrochen sind. Im Laufe der Jahre bin ich dahinter gekommen, dass so ein wirklich gelungener und auch gefühlter Perspektivwechsel für viele Menschen eine große Herausforderung darstellt. Und genau dabei soll dieses Buch helfen. Und natürlich bin auch ich nicht vor der Bewertungsfalle geschützt und deshalb bediene auch ich mich immer wieder im Alltag genau der Tipps, die in diesem Buch vorgestellt werden. Jetzt mal ehrlich, wie viel persönliche Erfahrung steckt drin in Ihrem Buch? In diesem Buch stecken sehr, sehr viele persönliche Erfahrungen drin. Es gibt zum Beispiel einen Schlüsselmoment, von dem ich gleich am Anfang schreibe, indem ich meiner damaligen besten Freundin in Hamburg erzählte, dass ich zu meiner großen Liebe nach Freiburg ziehen werde. Und ihre und auch meine darauf folgenden Reaktionen auf diese unsere Freundschaft betreffende Entscheidung führten dazu, dass, ja, unsere 20-jährige Freundschaft kaputt gegangen ist. Im Nachhinein betrachtet lag es sicherlich daran, dass wir beide zu wenig Verständnis für die Lebensmodelle, Wertesysteme und Entscheidungen der anderen hatten. Und damals ist für mich eine Welt zusammengebrochen und ich möchte in diesem Buch auf keinen Fall sagen, so und so machen sie es jetzt besser oder richtig. Dennoch möchte ich Menschen dazu ermuntern, genau solche kritischen und auch die weniger kritischen Momente mit einer kommunikativen Sorgfalt anzugehen, die Menschen und auch Situationen meiner Meinung nach viel mehr verdient haben. Und das geht natürlich immer in beide Richtungen. Sie lesen in diesem Buch einige private und auch berufliche Situationen, die ich selbst erlebt habe und auch sicher weiterhin erleben werde. Eines ist mir noch ganz wichtig, all diese Beispiele, die dienen der Veranschaulichung und die lassen sich super auf die eigenen und auch ganz
andere Situationen übertragen. Frau Kreissig, für wen ist das Buch die perfekte Lektüre? Wen wollen Sie erreichen? Warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen, richtet sich an die Menschen, die sich entweder immer wieder selber dabei erwischen, dass sie private oder auch geschäftliche Beziehungen dadurch gefährden, weil sie glauben zu wissen, was gut und richtig für andere ist. Und vielleicht glauben sie es nicht nur, vielleicht kommunizieren sie es auch und merken, dass das so nicht wirklich gut funktioniert. Und natürlich ist es auch für diejenigen geschrieben, die sich selber von ihrem eigenen Umfeld bewertet fühlen und hier, früher als ich zum Beispiel, in Austausch und Veränderung, Verbesserung gehen wollen. Dieses Buch regt nicht nur zum Nachdenken, sondern eben auch zum Verändern an. Und damit können Menschen dazu ermuntert werden, besser und respektvoller mit der Vielfalt von Persönlichkeit umzugehen. Und das ist ein ganz, ganz großes Ziel von mir. Dieses Buch bringt Freude beim Lesen und es ist ein ganz wunderbares Geschenk, da es wirklich jeder Mann, jeder Frau in den eigenen Beziehungen, im beruflichen wie auch im privaten, weiterbringen wird. Nele Kreissig, vielen Dank. Ein Buch, fünf Fragen. Warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Erschienen im Gabal Verlag. Mehr Informationen finden Sie unter gabal-verlag.de.